Ich habe mir gerade ein Eis reingepfiffen und habe jetzt voll Bock, mit voller Elan einen weiteren Spyro-Part zu machen. Oh yeah. Und wir waren bei North Cove. Ach ja, ja. Das hat noch nicht so viel mit Militär zu tun, aber es ist schon eine leichte, naja, wie soll man sagen, Munitionsbasis für das Militär, denn es ist so eine Art Hafen, wo die ganzen Militärkisten, so scheiß explosive Kisten, transportiert werden und ja, dieser Typ hat keine Chance gehabt. Ja. So ist besser. Ja. Ah ja, kommt man ja anders hin. So, kommt man da hin. Gut. Ja. Feuer, dann explodiert es. Ganz praktisch. Und wo geht's jetzt ab? Ah ja. Ja, 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 ja. So. Ratte, interessiert mich nicht. Ah ja, der ist auch ganz lustig. Bei denen gibt es zwei Versionen, die zu besiegen. Entweder wir rammen diese fette Kiste gegen ihn, dass die Kiste halt in seiner Hand explodiert und bla bla bla, dann kann man ihn töten. Oder man macht so, wie ich es bevorzuge, zündet die Kiste an, dann explodiert sie und er steht da voll nackt in seiner Unterhose und man verbrennt die. Ach ja, das Leben ist schön. Wow, der war knapp. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Hier oder hier? Ich gehe mal lieber hier hin. Wow. Und bam. Wow. Wow, da waren Zehner drin. Ich freue mich richtig. Aber so richtig. Und bam, bam. Ah, so ein Trottel. Wir haben den Weg genommen, den er nicht gedacht hätte. So ein Trottel. Hier unten ist aber auch noch einer. Hallisch. Na, wo war dich denn? Ach, da bist du, kleiner Angeber. Ach, und jetzt liegt hier die TNT-Kiste rum. Ach, wie lame. Ja, jetzt müssen wir hoch. Ja, hier. Was hast du uns so anzusagen, Drache? Hatten wir dich nicht schon, Latif? Weiter so, Spyro. Vermutlich kriegt Nasty langsam wirklich Angst vor dir. Ich würde vor Angst zittern, wenn ich Nasty wäre. Ja, ich auch. Oder obwohl, eigentlich nicht. Vor seinem Pupi-Drachen hätte ich eigentlich keine Angst. Naja, egal. Spyro kann stolz auf sich sein. Leben. Oh, Gegner. Bam, bam, bam. Und hat jetzt mal Lust so zu machen. Geht ja auch. Gut, ja, Kamera, ich liebe dich. So schon besser. Oh, die haben die Ratten umgebracht mit den TNT-Kisten. Ah. You failed. So, Trottel. Wow, au! Verdammt, scheiße. So, es gibt keinen Grund hier gleich aufzumucken, dummer Spast. Au, Mensch. Geht gar nicht. Ja, um diese Kiste zu öffnen, müssen wir von hier oben einen gezielten Kick machen. Damit halt alles klappt und dumdi-dumdi. Ihr versteht schon, ne? So. Ach ja, so ein kleiner Trottel. Du bist auch ein Trottel. Ach, was laber ich da? Alle hier sind Trottel. Trottel, Trottel. Oh, oh, oh Gott. Oh mein fucking God. Das war knapp. Ah ja, von hier jetzt. Bam. Okay. Oh wow, ganz viele Einer. Das freut mich nicht wirklich, aber... Naja, naja. Wenigstens etwas. Ja, jetzt müssen wir hier lang. Richtige Versorgungsbasis fürs Militär, ey. Diese Schweine, was sind das für Typen, die hier versorgen? Die sehen so komisch aus. Hier kannst du deinen scheiß Stoff zurückhaben.
der ist böse. Ja, den könnten wir jetzt wegkicken. Ja, Multi-Kill. Und du nervst. Ha, 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 ha. Oh, noch ein Drummer. Na, wer bist du denn, Thomas? Hatten wir dich nicht auch schon? Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand retten würde. Vor allem nicht so ein kleiner Drache. Ich meine, ich habe immer an dich geglaubt, Spyro. Das glaube ich gern. Was für ein Arsch. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand retten können würde. Wieso denn du nicht, Spyro? Ich meine, oh, natürlich wusste ich, dass du mich immer retten würdest. Ach. Was für ein Trottel. Und dich werde einkaufen. So. Haben wir ja alles? Ja, haben wir. Da wäre theoretisch schon das Ziel, aber nein. Wir müssen erstmal noch den ganzen, die ganzen Untergrundbasen zerstören, damit wir auf die einsame Insel da kommen können. Na, hier nochmal ein schöner Multiplayer, wo ich selbst Schaden genommen habe. Das ist böse. Ah ja, die Türken können wir nur besiegen, indem wir so eine Kiste auf sie schleudern, denn ihre Kisten sind nicht explosiv. Sinnlos. Also zumindest nicht entflammbar, was das war. Man kann sie nur durch Stoßen zerstören. Ja, ja, ganz schön bildlich eben gesehen habt. Gut, dann ist hier noch eine Kiste. Gute Kiste. Hier. Ja, jetzt gibt es noch ganz verschiedene verwirrende Gänge in der Untergrundbasis. Die ist böse, die Basis. Hier. Kannst du rücken. Scheiße, geht gar nicht. Muss ich ausweichen. Ja, hier, den hier. Und du kannst ihn neben mir fängst. Okay, haben wir diese Schatzkammer schon ausgeplündert. Dann heißt es jetzt zum nächsten. Rushen. Hier glaube ich. Oder? In your face. Ah ne, ich glaube noch nicht. Hier ist gar nichts, oder? Oder? Warte mal. Nö, hier ist echt nichts. Okay. Killed, man. So. Tja, ja, meine Freunde. Hau mir bloß hier keine rein. Oh Gott. Hab's vergessen. Ich hoffe mal, dass es hier noch 400 gibt in den Level. Das wäre vom Vorteil. Da ist ein Zehner. Scheint so, als ob es hier 400 gäbe und... Kabam! Alle Drachen, ich bin glücklich. Yeah! Das Level hätten wir. Und damit wird das nächste Level der Nasty-Welt freigeschaltet. Eieiei. Tada! Das Maul hat sich geöffnet. Und hier ist eine Schatztruhe. Twilight Harbor. Oh, ganz viel Knete. Twilight Harbor. Ja, ab hier beginnt das Militär, Freunde. Heieiei. Die Musik ist aber cool. Oh mein Gott, ey. Lass die niemals zum Schuss kommen, die Leute. Ja, klingt komisch zum Schuss, aber ich meine damit die Waffen sofort umbringen, weil wenn die auf euch knallen, ey, das ist voll scheiße. Da weicht man voll schlecht aus. Ja, die sind in Ordnung, die sind nicht so schlimm. Die werfen einfach nur Granaten auf uns. Oh Gott, hau ab, du dummes Vieh. Komm her. Wie die aber alle hier bewaffnet sind, das sieht so krass aus, finde ich. Oh. Umgenietet. Oh. Hätte ich noch glatt vergessen, ja. Das darf ja nun mal nicht sein. Wow. Das war knapp. Oh ja, der ist auch schön scheiße, ey. Gott, der zieht eine ganze Salve von seinen kleinen Patrönchen durch den Raum und dann ist es aus. Immer ist. Dann ist gar nichts mehr schön hier. Da ist ein Drache. Oh Gott, ey, halt doch mal die Klappe. Ich finde das geil, auch wie die nachladen. Oh nein. Dachtest du wohl. Das Wasser sieht ja auch nicht mehr so toll aus, ne?
Wie kriegen wir die auf? Ja, wie kriegen wir die auf? Ah ja, weiß ich. Keine Sorge. Kosmos. Danke, dass du mich befreit hast. Oh ja, danke und bitte und bla. Komm her. Wow. Wir nehmen den hier. Schnell den umdrehen. Au. In my face. So. Der ist ungenietet. Ah. Ratte, 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 töten. Einfach durchrennen. So. Kannst du nichts mehr machen, du Alter. Veniler Sack hier. Ah, da wirft jemand Granaten von der Ecke, ne? Toller Überraschungseffekt. Wow. Hua. So, Trottel. Okay. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Also, gehen wir weiter. Ja, auch ganz lustig. Die Brücke kann man hoch und runter machen. Das ist auch noch von Bedeutung. Das werden wir noch gebrauchen. Aber erstmal müssen wir ja rüberkommen. Drache. Kletos. Ey, die hatten wir doch alle schon, oder? Sei auf der Hut vor Nox Truppen, Spyro. Sportlich. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Das ist wahr. Ja, aber die Truppen sind manchmal echt nicht ohne. Früher als Kind fand ich das irgendwie total scheiße, aber ich finde das gar nicht mehr wirklich schlimm. Das ist ja ganz chillig eigentlich. Ja, jetzt muss ich erstmal holen. Nee, nee, nee. Ich mache das jetzt erstmal mit der Metallkiste. So. Jetzt geht's los. Bam. Voll durch eine Ratte noch durchgefegt. Ach ja. So ist das nun mal bei Spyro. So, jetzt aber. Okay. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Au. Oh, hallo. Oh. Du bist so groß zum Umstoßen? Fettes Schwein, ey. Ah ja, jetzt kann man von hier aus noch nach dort. Oh, beinahe hätte ich es nicht geschafft. Ja, hier ist uns noch ein Leben. Nee, sieht nicht so aus. Ich hoffe mal nicht. Und runter die Scheiße. So, dann hier durch. Ja, ouch. Ja, oh Gott, Alter. Mann, ey, schnelle Deckung, Spyro. Spyro sind überall. Schneller Griff. Und wieder Deckung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell, er ladet nach. Ah, oh, er hat getroffen. Angriff. Oh Gott. Ich bin halb tot. Ja, ich hole mir mal eine Ratte. Oder besser gesagt zwei. Ja, hier so. Da. Das Level ist auch relativ kurz, aber das ist... Ich glaube nicht mehr, dass ich diesen Part schaffen werde. Nee, 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 dafür... So kurz ist auch wieder nicht. Oh, denkst du, ne? Ja. Und du auch noch. Tja. So, so, so. Okay. Oh Gott. Oh Mann, ey. Das nervt. Nimm den hier. Obwohl, da hinten ist ja schon das Ziel, ne? Yay, durchrennen. Ich muss aber noch alles hier einsammeln. Fuck. Wie viel Zeit noch? Oh, Zeit ist noch genügend eigentlich da. Los, komm jetzt. Bitte, bitte, bitte. 400, 400. Yes. Alle Drachen. Alle Drachen. Yes. Wir haben zwei Level in einem Part gepackt. Gar nicht mal so schlecht, Freunde. Wartet mal. Oh mein Gott, kann es wirklich sein? Dann ist im nächsten Part Nasty Nork dran.
geil, Freunde. Nächsten Part, Final. Alter, ist das krass. Also, und wir haben alle Edelsteine der Overworld. Ich freue mich. Im nächsten Part, Final Time, endlich bekommt Spyro seine Rache gegenüber Nasty Nork. Es wird brennen. Bis dahin, ciao.